Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cox. Ich fahre jetzt gerade zum Hof und will den Dünnerstreuer abstellen. Dann will ich 14 Tage schlafen. Das haben wir Anfang Juli. Es wird in 14 Tagen nicht reif sein, aber will ich mal eine Kontrollfahrt machen zum Feld und mal schauen, wie der gewachsen ist. Und dann können wir gleich mal zum Händler fahren und einen Anhänger kaufen. Anhänger, den brauche ich so oder so. Da können wir ja den großen nehmen, ne? Ich stelle das mal rein. Sind wir wieder eingesperrt? So. Mal zurück. Die Katze ist hier gar nicht wieder. So. Oh. Hinten. Abhängen. Dann. Jo. Müssen wir kurz ausmachen. Den Hund kriegen wir da nicht raus, das ist nicht vorgesehen. Der hat sich da irgendwie beim Laden, da in dem Bereich, so 14 Tagen irgendwie festgehackt. Und ich denke mal beim nächsten Mal spielen wir irgendwo anders. Und hier Pferde. So, 14 Tage schlafen, das machen wir, das ist früh 29, das passt. Wir schlafen mal. Irgendwas gut, dass man wachsen kann. Oh, neuer Tag, euer Glück. 3:11, das ist genau richtig. Oh, ausgeschlagen. Ja, normalerweise Kaffee und Frühstück. Gut, also beim Händler. F1, wir brauchen. Achso, hier, was ich sagen wollte, es gab ein neues Gerät, das sind die Schneidwerke, und zwar hier. Es gibt ja hier mal drei, mal dieses, wenn man nicht alles täuscht, das Große ist dazugekommen. Das Große. Ansonsten die Ladewagen für, zwei Ladewagen für Ballen, also, die ich ja so gerne mag. Ne, wer viel Stroh hat, ne? Viel Spaß. So, ich brauche einen Anhänger, und zwar das ist für Häckselgut, ne? Die Lagerwagen, den brauchen wir nicht. Das ist ein mir ist wichtig, dass ich einkaufe ohne diese Deichsel. Das ist ein Sammelwagen. Also, da unten ist leider nichts. Hat da ein Gewicht. Achso. Hier so ein Güllefass, da muss ich mir auch noch zulegen. Der kostet 100.000. Da muss ich überlegen, ne? Wegen Düngen. Ne? Das ist eher für die nächsten Jahre geplant. So, Ladewagen. Für diesen. Da haben wir nur ein Fahrzeug. Der kostet 35.000. Den kaufen wir mal. Preis, Händler. Aha, okay. So sieht's aus. So, wo kann man den kaufen? Da. Ich habe beim letzten Mal gesucht, wo ist das Symbol zum Kaufen? Sollte eigentlich da sein. Beim Händler. Wenn wir mal unseren Traktor einsteigen. Dann werden wir über das Feld fahren, also am Feld vorbei. Und dann den Anhänger erholen. Den brauchen wir. Für einen kleinen habe ich noch ein Gewicht da gehabt.
Und der hat ja Gewicht dran, ne? Egal. Gewicht tun wir nächstes Mal, wenn wir Lust haben. Jupp. So. Heute fahren wir den großen mal. Bisschen bewegen, ne? Tankmäßig. Ich tank mal lieber voll. Und nächstes Mal kein Geld haben. So. Bremse. So lange ausmachen, ne? Macht man ja so. Streng links. Und wir tanken mal voll. Muss eh bezahlt werden. Gut. Diesel. Haben wir noch mehr? Ne, nur Diesel. So. Starten wir wieder. Tank ist voll, Wahnsinn. Wir fahren zum erstmal zum Felsen. Auf geht's. Gucken wir, er zuckt bisschen, das ist aber bei dem den Abdehnen. Vielleicht ist das nicht ganz in Ordnung. Mal sehen. Aber da ja, arbeiten. Das ist nicht ganz flüssig, ne? So, wir fahren zum Feld und gucken mal an, wie es aussieht. Mit Düngen sind wir eigentlich durch. Ich hoffe jedenfalls. Hat sich nichts verändert in der Anzeige. Ja, grüner, blau, grün. Und wir schauen mal nächstes Mal zur nächsten Jahreszeit, dass wir das bisschen besser machen mit Düngen. Dass wir Anfang nochmal Gärreste aufbringen. Und dann Gülle fast ausleihen zur Not. Für einen Tag. Runde für mehrere Stunden. Müsste aber reichen. Schauen wir uns an, schönes Feld. Fahren wir in Mitte rein, ne? Das sieht gut aus. Oh, nicht reif. Habe ich auch nicht erwartet nach 10 Tagen, nach 14 Tagen. Jetzt haben wir letzte Hälfte vom Juni. Packen wir hier vorne ein. Guck mal an. So, gehen wir kurz hier rein, ins, also dann da nicht. In Besitz. Feld 3. Das machen wir hier aus. Das sieht gut aus. Stickstoff werden wir jetzt ignorieren. Ist bei 72%. Wie man so sieht, ist teilweise schon recht gut und teilweise recht schlecht. Und bei Feld 4. Ist es anfangs sehr gut, zum Schluss, naja, miserabel kann man sagen, ne? Aber Dünger ist jetzt ausreichend. 150 Tage. Muss ich überlegen, April habe ich angefangen, ersten. Und also erster Bereich, das mag ich gar nicht. So, der erste Bereich ist ja sehr gut gewachsen. Mal auch. Aber wir müssen aber gucken, dass wir im zweiten Bereich gehen, ne? Dass wir da nicht alles auf einmal ernten können. So. Schauen wir, wo der Händler ist. Würde ich persönlich sagen, der ist irgendwo anders. Jetzt haben wir schwarz. Jetzt holen wir die ganze gleich am Anfang. Das ist der Hafen. Unser Gehöft. Die Felder. Tankstelle. Viehmarkt. Gehen wir auf. Zack. Dann müssen wir nur noch zurückfahren. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis reif ist. Das heißt, wieder ein Nickerchen machen, ne? Ja, da runter langfahren. Straße hoch.
den Hänger holen. Dann haben wir die Folge heute auch schon so, fertig, kann man sagen. Ne? Aber Hänger auf jeden Fall nochmal holen. Beim automatisch fahren wir am schnellsten. Dann haben wir die Etappe für heute Montag geschafft. Jedenfalls. Urlaub hat, da will ich ein bisschen was anderes machen nebenbei. Deswegen mache ich das jetzt mal früher fertig. Damit ich heute Nachmittag um 3 meinen Nerven zusammen LR spielen kann. Sonst hätte ich heute Nachmittag was anderes gemacht. Hätte sie was gefunden, sicherlich. Arbeitstechnisch. Aber Wäsche aufhängen muss ich noch. Fällt mir gerade so ein. Ein bisschen was zum Essen kochen. Okay, ja, 7 Folgen. 7 Folgen, das ist mir ganz wichtig. Dass ich da nicht durcheinander komme. Weil wenn eine mehr ist, ist auch nicht tragisch, dann ist halt nächstes Mal eine weniger. Ne? Und umgekehrt ist es ungünstig, weil dann ich dann früher fertig sein müsste im Hochladen. Wenn ich dann vergesse, dann ist es halt spät. Ne? Ich möchte eigentlich jeden Tag eine Folge bringen. Ist auch zeitlich machbar. Nur das Spiel, das muss man halt tun, ne? Sonst ist das überhaupt nichts. Ne? Unser Hahn ist auch da. Wir gucken, wo unsere Katze sich auffällt. Ja, Rinder kaufen, das muss ich erstmal auf Gerätschaft haben, um Futter kaufen zu können. Vielleicht kommt auch immer noch ein Update mit Milchkühe. Ich wäre meine Liebe. Mal schauen, ne? So, Augen zu und durch. Keine Ahnung. Ja, hätte lieber die Felder hier kaufen sollen. Hier bin ich schon mal früher öfters gefahren in den Szenarios und habe kannte die Ecke schon. Jetzt habe ich eine Ecke, wo ich diesen Kunde noch nie war. Das ist ein bisschen schwierig dahin zu finden. Ne? Also die Nachbarschaft ist ein bisschen sehr abgelegen. Ne? Boah, so müde. Gibt's doch gar nicht. So. Uhrzeit. Keine Ahnung. 13 Uhr. 13 Uhr. Normalerweise montags Arbeitszeit. 13 Uhr in der Firma umziehen und dann 13:15 einloggen. Ne? Das geht halt automatisch. Das ist ja nicht so. Macht keiner mehr so ein Buchführung. Warst du da oder nicht? Nee. Das ist alles. Nehmen wir automatisch raus und macht er mit Dummheiten. Guck mal, ob mein Hänger da ist, ne? Mein Hänger ist da. Das Gewicht auch noch da? Oder das Gewicht schon wieder weg? Ich glaube, das Gewicht ist nicht mehr da. Auch nicht tragisch, ne? Oder hat nie ganz gehabt. Bremse. Dann die brauchen so Ernte ja einen Anhänger, da gibt es ja all nichts. Und ja, das ist halt der beste, den wir haben. Ne? Also der andere war. Ja. Okay, ich nicht hier. Den haben wir nicht mehr gekauft. Aber hier ist der Händler, ne? Diese Ansicht mag ich nicht. Er rennt mir so komisch. Ja. So. Also hier können wir zwar, ich glaube, kommen wir nicht rein. Ne. Also keine Funktion. Ja, da oben reingucken kann man schon. Also die Fahrzeugauswahl ist ein bisschen dürftig. Aber die Funktion ist halt da. Ne? Dach.
keiner hier. Da drüben ist der Hafen. Heute haben wir schon 62 Nachrichten bekommen. Also was kriegen wir? XP erhalten, Namen gekauft, ja. Das sind auch die XP, die wir brauchen wenn irgendwann. So. Auch zum Traktor. So, die Schuhe, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich werde noch fix zurückfahren. Da kommen wir nicht rein. Beziehungsweise am nächsten Mal. Ja, dickes Dankeschön. Oh, die Wolken ziehen auf. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fleißig liken. Ja, nächste Woche geht's weiter. Hier bei Kettle und Kopf. Und dann werden wir so lange vorspulen, bis wir ernten können. Das heißt, wir werden mit dem Traktor praktisch vom Feld fahren. Wenn ich sie vergesse. Und dann da schon mal warten und dann springen wir zum, zum Händler. Und dann leihen wir uns einen Drescher und dann können wir das entsprechend ernten. Muss aber erst reif sein, ne? Sonst bringt ja nichts, ne? So, mal tschüss. Und Winkel, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön reinschalten. Tschüss.